ab. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's-Test-Runde von CSGO. Ich habe mittlerweile etwas mehr gespielt, also ich bin jetzt so an die 10-Stunden-Marke gerade rangekommen. Also so ungefähr, also 9 Stunden, so circa halt gezockt bis jetzt. Und ich dachte mir doch jetzt, ja, lass es doch jetzt nochmal, lass ihn schwingen, warte mal, na, falscher Let's Player. Nee, Kommentator. Ah, Mann, egal. Und ich dachte mir, hey, nimmst du jetzt nochmal was auf, weil momentan ja so ein bisschen Flaute auf deinem Kanal ist, also nichts ist los. Darum kommt jetzt einfach nochmal ein Let's Test heute Abend, kommt vermutlich noch ein Amnesia-Part, da ich heute frei habe. Ja, das ist ja mal ganz schön. So, dann testen wir jetzt nochmal. Testen wir weiter. Das ist jetzt Wettrüsten, das heißt, es ist ein Gun-Game von CSS. Kennen das vielleicht noch manche. Ich muss mal gerade meinen Sound etwas leise machen. So, wir gehen hier zu den Antiterrors. So, da unten war auch eigentlich schon direkt der erste Gegner, aber egal. So, ja, Prinzip vom Gun-Game. Ich töte jemanden, krieg dafür eine neue Waffe. Und der halt als erstes... Einen Moment mal, mein Hals spackt gerade so ein bisschen ab. Wer hat jetzt wen getötet? Achso, danke. Jetzt habe ich es vergessen. Und der halt, die Person, die halt das als erstes jemand anders mit einem Messer tötet, also ein Gegner, vorausgesetzt, ja. Man muss halt Gegner töten, so. Oh Gott, das ist schwer zu erklären. Das ist echt... Okay, beginnen wir einfach nochmal von vorne. Wenn ich einen Gegner töte, bekomme ich eine weitere Waffe, also eine stärkere, beziehungsweise auch andere Waffe halt dann. Zum Beispiel später kriege ich dann nochmal eine Pumpe oder die AK oder was weiß ich. So was halt. Und, ja. Der erste, der dann halt einen Gegner mit dem Messer tötet... Der hat diese Runde gewonnen. Und naja. Ja, Mist. Naja, egal. Ja. Natürlich vorausgesetzt, er hat alle Waffenstufen, ist er durchgegangen. Das war jetzt gerade mal tolles Aim, du. Vor allem wieder mal von einem Bot. Das ist, da freuen sich auch manche einen Ast, wenn jemand anders von einem Bot getötet wird. Zum Beispiel gestern, da habe ich irgendwie 4 Kills direkt hintereinander gemacht. Und dann wurde ich einmal von so einem blöden Bot getötet. Und dann meinte doch einer tatsächlich so, ahaha, Noob, wurde es von einem Bot getötet. Hey, der war... Der habe ich erwischt, du. Oh, Mann. Ja, der dominiert mich jetzt, das ist toll. Oh Mann, welcher Platz bin ich denn? Ich bin Vorletzter. Scheiße, bin ich heute schlecht. Naja, gut. Ist halt manchmal so. Ist aber auch echt intelligent, in die gegnerische Basis so gesehen reinzurennen. Das ist, ich werde übrigens auch von hinten abgeschossen, scheinbar. Weil hier ist auch, ja, Teamfeuer ein, also dass man sich selber am, ja, dass man sich selbst abschießen kann. So gesehen, also dass ein guter Freund von einem auch mal zum Tod führen kann. Das ist sehr toll. Ja, ich hoffe überhaupt, mein Mikrofon ist an. Ich hoffe, das nimmt jetzt auch hier den Sound auf. Und ansonsten ist ja auch egal. Das Spiel hier hat ja gar keine Story. Und der Arsch ist schon im Messermodus. Verstecke mich also mal gerade hier. Jetzt den Moment. Kann die Runde vorbei sein? So gesehen. Weil jetzt sind auch schon 2 im Messermodus. Und da hat jemand gewonnen. Nämlich Paddox. Oh, das ist mies. Ich glaube, Paddox hat den einen Typen hier Konrad Quest getötet. Müsste das gewesen sein. Er hat auch Level 26, so, also Waffenlevel 26 war das. War... doof. Naja, egal. So, dann gucken wir mal weiter. Okay. Gehen wir in die Antiterror-Einheit. Und jetzt sind wir noch in der Aufwärmphase. Das heißt, es ist scheißegal, ob ich jetzt hier
einen Kill mache oder verliere oder versage. Das heißt, ich kann ja auch mit dem Messer rumrennen. Hui! Ey, und das klappt sogar. Aber wie gesagt, man muss erstmal alle 26 Waffenlevel durchgehauen haben. So, das ist ein Kollege. Das ist ein Bot, um genau zu sein. Also lasse ich den jetzt mal hier schön rumrennen. Und gehe jetzt raus zu den zwei anderen, die mich dann auch innerhalb von wenigen Sekunden getötet haben. Na toll. Das war meiner. So, das war meiner. Ah! Ah! Mann! Das sind einfach viel zu viele. Ich kann diese Map hier auch, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht unbedingt ab, weil die ist mir einfach... Da sind diese Kämpfe hier auf den verschiedenen Ebenen, sind mir da etwas zu doof, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist einfach... Wenn hier wirklich 10 Mann drauf sind, dann, also wirklich 10 lebende Mann und keine Bots. Sie sind der neue Anführer. Wuhu, ich bin Bester. Dann ist hier echt ein bisschen zu viel rumgeballere, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber gut. Es ist einer meiner Lieblingsmodi, wenn ich ehrlich bin, also in der momentanen Beta. Die kann sich ja auch noch... Ah! Ich weiß jetzt übrigens den Release-Termin von CSGO. Habe ich jetzt herausgefunden. Das ist der 21. August 2011. Genau, 2011. Das Spiel ist jetzt in der Beta, obwohl es 2011 released ist. Ja, nee, ist klar. Nein, 2012, versteht sich. Ja, der denkt bestimmt auch, ja, wenn ich den jetzt mit dem Messer... Ah, Arschloch. Egal. So macht man das hier. Warum komme ich dann hier runter? Egal, weg hier. Huch. Da kann man runter. Na egal. So. Ah, hinter mir. Ah, schade. Bin ich denn noch Erster? Nee, ich bin nicht mehr Erster. Ich bin ein Dritter aber. Ja, Vierter. Hey, Izubi, das ist voll intelligent hier mit einer Pumpe reinzurennen. Mit einer Pumpe in den Fernkampf so gesehen reinzugehen. So, jetzt bin ich wieder da. So, jetzt habe ich wieder ein SMG. Oder ein Gewehr. Wie auch immer. Oh. Oh, Mann. Ey, Alter. Alter, der... Der hat auch ein Aimbot drin, du. Kann doch schon fast nicht mehr sein. Okay. So, Mann. So. Schade. Oh, jetzt bin ich ja übelst abgerutscht, du. Schade. Da musste ich mich gerade etwas konzentrieren. Okay. Ist ja auch egal. Das war gerade das stärkste Gewehr hier in... zweitstärkstes Gewehr. In CSGO. Okay. Ah, Mann, schade. Müll. Doppelter Müll.
Na, komm schon. Na, Leute. Hört auf, mir die Kills zu klauen. Ach, nö. Nö. Na, bitte. Geht doch. So. Ey, wieso titsche ich denn da oben die ganze Zeit weg, du? Huch! Achso. Na, oh Mann! Oh Moni! Oh nein! Oh Mann! Egal. So, wir spielen jetzt aber mal, denke ich mal, einen anderen Modus. Zurück zum Hauptmenü. Ja, okay. Und dann spielen wir jetzt noch mal Wettkampf Zerstörung. Zerstörung ist so ein Modus, da laggt es immer. Ist mir aufgefallen. Da kommen die Server scheinbar noch nicht so mit dem Datentransfer und alles so klar. Das dauert jetzt hier natürlich ein bisschen länger mit den Daten abrufen. Aber hey. Ist egal. Ich habe mal noch mal nicht unbedingt das beste Internet. Genau, das beste Internet habe ich ja. Ha, scheiße. Ne, ich habe halt nicht unbedingt den besten PC. Also los, klickt dieses Video hier 10-mal hintereinander an, bewertet es hoch, also Favo, Abo und alles andere noch. Und die nächste Runde beginnt gleich, damit ich ganz schnell YouTube-Partner werde und geldgeil werde. Ja. Nein, also jetzt mal ernsthaft. So. Nee, also über sowas rede ich lieber in meinem Minecraft-LP. Aber ich kann es jetzt hier mal... Nee, ich erwähne es einfach nicht. Leckt mich am Arsch, Leute. Also nicht die Leute, die jetzt mich hier mögen. Die bitte nicht. Die sollen ganz normal bleiben. Ja, ganz... Die sollen einfach sagen, hey! Der Typ labert einfach nur Bullcrap. So, gehen wir hier durch. Was ist denn jetzt hier los? Oh, ach so. Aufwärmphase. Oh Mann. Ich dachte, ich wäre jetzt voll cool und könnte ihn auch voll weghauen. Na egal. Hui. Okay. Hey. Nicht nett. Nicht nett. Nicht nett. Habe ich gesagt. Hä? Ja. Ich habe gesagt, das sei nicht nett. Ah. Okay. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ich habe, ich bin Waffenlevel aufgestiegen. Das hier ist, das muss ich auch noch erklären, sollte man das noch nicht wissen. Im hier Zerstörungsmodus ist es so, da kriegt man für jeden, also für einen Kill, den man in dieser Runde macht, kriegt man halt eine neuere Waffe. So gesehen. Also jetzt hier habe ich halt jetzt von der M4A4 auf die P90 gelevelt, weil ich halt jemanden getötet habe. So kann man das hier erklären. Das heißt, es ist ein rundenbasierendes Gun-Game. Okay. Ich bin recht früh ausgeschieden. Egal. Also so könnte man es jetzt ausdrücken. So drücke ich es einfach mal aus. Ja. So ist das halt. Nee. Okay. Ja. Da hinten ist noch einer. Und hinter mir auch. Nein. Mann. Oder hat der mich im... Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Ich bin tot. Ich bin halt jetzt tot. Passiert halt manchmal. Schade. So.
Okay. Sword. So. Voll überraschend. Junge. Okay, wir haben eine Bonusgranate freigeschaltet. Das heißt, meine nächste Waffe wird, keine Ahnung, eine Pistole mit einer Granate sein halt. So, einmal kurz hier runter. Tralalalalala. Wuhu, wir haben gewonnen. So ist das nochmal schön, du. 360 No-Scope. Gut. Okay. Das wollte ich doch gerade sagen. Wo war das denn hier? Roger that. That halt. Ah, sind zwei zu viele. Oh man. Auch noch von einem Bot. Na gut, egal. Das war mein Fehler. Ich hätte da nicht so reinrennen dürfen einfach. Ich hätte meine Granate reinwerfen sollen. Pam. Ganz intelligent. So. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich das hier noch machen werde. Also jetzt, wie lange ich hier noch reden werde. Aber ich denke mal... Naja. Das wird noch ein bisschen hier gelabert. Also das wird hier noch ein bisschen gelabert. Das hier noch ein bisschen gelabert wird von mir. Über das Spiel allgemein halt. Ne? Ich mag das Spiel. So viel kann ich auch schon mal sagen. Es ist echt Counter-Strike. Es ist ein Killclawer. Ich setze mich jetzt mal gerade zum Nachladen hier rein. Auch wenn es eigentlich enorm doof ist. Hey! Leute, nur hört auf, mir meine Kills zu klauen. Ganz ehrlich. Die klauen mir ja meine Kills. Ich finde das rassistisch. Rassistisch. Oh Mann. Meine Sprache ist heute im Arsch. Der ist noch bei der ersten Waffe, du. Es konnte ja nichts werden. Oh Mann. Ich fühle mich trotzdem verarscht. Dass mir die ganze Zeit die Kills klauen hier. So. Genau der Meinung bin ich auch. Warte mal, wo war das? Aua. Okay, jetzt wollen wir mal hier ein bisschen Speed reinbringen hier. So, okay, so viel zum Punkt Speed. Hier ist kein Schwein mal wieder. Doch, da war einer, aber... Naja, oh, ein schönes Bild. Ich bin mal kurz für 30 Sekunden weg. Oh Mann, jetzt ist es schon vorbei. Oh, schade. Naja, egal. Bin ich halt doch nicht weg. So. Okay. Flachwitze abgehakt. So viel ist schon mal klar. Gut. Okay. Einfach immer wieder go, go, go reinbrüllen. Ich glaube, ich bin auf der vollkommen falschen Seite der Map. Ja. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite der Map. Oh. Kleine Framerate-Einbrüche hier. Oh, Mann. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin... Ja. Ich bin gleich Last Survivor. Also letzter Überlebender. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Scheiß. Oh. Oh, nein, nein, oh, nein, oh Mann, oh Moni, das gibt's doch nicht, du. Oh Mann. Egal, wir haben den Nova. Woohoo. Und ein Messer. So. Einmal kurz hier durchswitchen. Ist wie so russisch Roulette. Da oben ist er. Wir switchen einfach mal nach hier oben. Hey, 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 hey. Reloaden. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht.
Haben wir noch den Bot? Nee, Bot Zim ist weg. Toller Name, Zim. Zimt. Wie ich jetzt Lust auf Zuckerzimt hab. Okay. Ich muss beim Thema bleiben. Ja. Ist gerade sehr interessant, weil wir hier wieder verlieren. Und zwar Haus hoch. So. Russisch Roulette. Norma. Kann man auch sagen, wenn man einfach mal Bock drauf hat und echt auf seine KD halt einen Scheiß gibt. Der ist da drin. Arschlöcher! Gib mir Deckung! Wow! Oh, das war ja nicht schwer. Kein Spieler wurde vor der Bombenplatzierung getötet. Das stimmt wiederum. Aber direkt danach wurde jemand getötet. Ohne Probleme. Wurde gerade ach, Seitenwechsel. Ah, oh, ihi. Okay, ich bin dafür, dass... Ja, dann häng du weg. Ich leg die jetzt rein. Die denken jetzt, dass der Bombenplatzierer hier drin ist. Ist er aber gar nicht. Oder sie denken es nicht, weil keiner es bemerkt hat. Und da ich die Bombe auch nicht habe und der vorletzte Überlebende bin, Läpsch. Egal, der Kill davor, der war übelst genial, finde ich. Also der war gut, der war nicht schlecht, der war gut. Und russisch Roulette. Wow, ich habe eine Granate. Woohoo. Und das bringt mir jetzt nichts. So, einfach reinrennen. Wieder mal. Jetzt dann hier. Au. Der gibt mir jetzt hier Sperrfeuer scheinbar. Oh. Die machen die Töpfchen kaputt. Okay. Ah. Come on. Wir haben verloren. Alter, der hat nur noch ein Leben. Hat aber Glück, du. Dass der noch am Leben war, du. War ja richtig Glück. So. Roulette. Kann man mir vielleicht auch mal hier die Bombe geben? Ich bin ganz gut eigentlich da drin. Ich meine, man sieht ja... Oh, wie läppsch, ey. Das gibt's doch nicht. Egal, ich hätte trotzdem ganz gerne die Bombe gehabt. Ja, sieht nicht gut aus für unser Team. Ich glaube, einer kommt von hinten. Kann das? Da soll man aufhören zu messern. Da soll man lieber hier anständig mal zocken, du. Und vor allem jetzt Leute killen. Am besten drei an der Zahl, das wäre perfekt. So, und wisst ihr was? Nach 8 verbleibenden Runden, beziehungsweise wenn das Game hier vorbei ist, dann schließe ich diese Aufnahme für heute und dann kommt vielleicht nochmal in einer Woche oder so ein weiterer Part raus. What? Da frage ich mich aber gerade auch. Und wieso bin ich der Beste in meinem Team, ey? Na gut, ich habe die Bombe. Okay, also rein. Scheiß drauf. Bombe platzieren. Bei der Bombe campen. Oh. Oh. Oh.
Aber wie das von den Flammen auch perfekt hingehauen hat. Okay. Na bitte. Hui. Hui. Okay. Dann auf geht's. Das machen wir ja ganz gut. Wir sind zwar nur am Verlieren, aber egal. Au. Hey. Von hinten? Kam von hinten da auch einer. Oh, das fand ich jetzt aber nicht nett. So, ich glaube, wenn die jetzt die Runde gewinnen, dann haben wir einen Matchpoint. Sogar schon. Dann... Ja. Dann ist das halt so. Naja, mich soll es nicht stören, wie gesagt. Ich habe nichts dagegen, auch mal zu verlieren. Fail. Ich fand, das war gerade übelster Fail. So, oh, was macht er? Was macht er? Oh, schade, 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 schade. So, wir haben jetzt einen Matchpoint. Und ich muss die Bombe legen. F2, also wirklich. Okay, rein, 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 lalalalalalala. Nein! Oh, leg doch die scheiß Bombe, du. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Nee, können wir nichts mehr dagegen machen. Zack. Schade. Sade, 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 sade. Nee, schade. Naja, egal. So, wie gesagt. Dann jetzt in diesem Sinne, Leakum Down. Ciao, Leute. Wir sehen uns doch dann beim nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt, hey, let's test doch mal Counter-Strike Global Offensive. Hier noch mein weiteres Fazit von mir. Das Spiel ist richtig, richtig geil.